Lady Grey wäre gestorben, hätten die Leute vom Cay Parrot Project sie nicht gerettet. Flugunfähig saß sie fest in einem Baum. Das Psittacine-Virus ist eine große Gefahr für Kapp-Papageien. Erst als sie mit ihrer ursprünglichen Nahrung von Steve Boyce gefüttert wurde, kam sie wieder zu Kräften. Sobald wir ihr Früchte der Steineibe gaben, ging das Virus so weit zurück, dass wir es kaum noch nachweisen konnten. Diese Früchte sind für die Kapp-Papageien ein Heilmittel, das bei ihrer Ernährung fehlt. Nicht nur eine wunderbare Nährstoffquelle, sondern Medizin für sie. Ihr Lebensraum könnte durch den Klimawandel zusätzlich unter Druck geraten, zeigt eine Studie, gefördert von der deutschen Entwicklungshilfeorganisation GIZ. Schon jetzt finden die bedrohten Vögel kaum noch ihre ursprüngliche Nahrung. Steineiben sind wertvoll. Der Anreiz, sie illegal aus den Wäldern zu holen, ist groß. Rund 30.000 Euro bringt so ein Baum. Dieser Baum wurde erst vor kurzem gefällt, in der letzten Woche. Die Blätter sind noch frisch und in der Krone ist alles noch lebendig. Wir haben eine weitere jahrhundertealte Steineibe verloren, von denen es nur sehr wenige gibt. Und das geht weiter so, jedes Jahr. Ein Baum nach dem anderen, bis es keine alten Steineiben mehr gibt. Und ihre heilsamen Früchte auch nicht mehr. Längst sind die Papageien auf andere Nahrung ausgewichen. Die enthält Giftstoffe und schwächt die Vögel. 2 Monate müssen sie sogar hungern. Dann schlägt das Psittacine-Virus besonders zu. Frauen aus Sompondu ziehen Setzlinge von Steineiben groß. Für Aufzucht und Pflege der Bäume zahlt ihnen das Cape Carrot Project Geld. Hallo Mama. Für sie eine willkommene Einnahmequelle. Die Region gehört zu den ärmsten im ganzen Land. 1 Million Bäume will das Projekt von Steve Boyce hier in den kommenden Jahren anpflanzen. Wir bilden die Leute aus, diese Bäume die nächsten 25 Jahre, die nächsten 100 Jahre zu pflegen, dass die Wälder wachsen und wieder groß werden. Die ganzen Berge entlang, 100 Meilen nach Norden, wollen wir mit allen Dorfgemeinschaften zusammenarbeiten, so dass es am Ende vielleicht 50 sind. Eine große Idee, alles für einen Papagei. Wir müssen wieder aufbauen, was wir zerstört haben, vor allem die Wälder, die Lungen unseres Planeten.